Willkommen zur 62. Folge von Jedi Survivor. In dieser Folge stehen wir vor Dagan Garras. Keine Ahnung, was es ist. Laboratorium, und hier bombt er gewisse Leute. Und hier werden auch wir ihn bomben. Bist du bereit, Boat? Wie lautet der Plan? Dagan wird den Kompass nicht einfach so übergeben. Er ist arrogant. Das ist seine Schwäche. Ja, wir machen ihn wütend, dann greift der einen von uns an, der andere schaltet ihn aus. Ganz genau. Riskant, aber unsere beste Chance. Okay, falls was schief geht. Es war toll mit dir, Kerl. Mit dir auch, Bruder. Mit mir auch. Oder so, wie man sagt. Baut, deine Lippen haben sich schlecht bewegt. Ah, okay, man kann hier nicht runter. Tragisch, tragisch. Die Fähren starten. Ich werde nicht zurückkehren. Sucht mich oder geht nach Tanalore. Es ist eure Entscheidung. Er hat die Nachricht wohl einige Jahre zu spät erhalten. Wenn Santari zu mir gehalten hätte, hätten wir den Rat überzeugen können, dass Tanalore das Opfer wert war. Jetzt ist sie fort. Genau wie Ravis. Der Orden ist vernichtet und ich bin frei! Ihr seid nicht frei, Dagan. Ihr seid allein. Warum seid ihr hier, wenn der wahre Feind dort draußen ist? Wie konntet ihr zulassen, dass die Galaxis einer unwürdigen Maschine wie dem Imperium in die Hände fällt? Ihr haltet euch für einen Überlebenskünstler, dabei seid ihr ein Versager! Sie haben uns nicht besiegt. Noch nicht. Wer wird jetzt von der Vergangenheit geblendet? Im Abyss wird uns das Imperium nicht erreichen. Ich werde aus den Raiders eine Elite-Armee machen, angeführt von Jüngern, die in meinem Tempel in der Macht ausgebildet wurden. Und dann werde ich zum richtigen Zeitpunkt zuschlagen und die Galaxis mit Feuer säubern. Wir haben bereits einen Imperator. Gib uns den Kompass. Und warum sollte ich das tun? Weil ich ein Vater bin, dem die Optionen ausgehen. Und du stehst einem besseren Leben für meine Kleine im Weg. Her damit. Sonst vernichte ich dich. Ihr klammert euch an so kleine Träume. Tanalore ruft! Bereite einen Schuss vor! Jämmerlich! Oh. Ihr fürchtet euch! Ich bin nicht bereit! Wer ist der Nächste? Bleib zurück! Ihr seid gekettet an die Vergangenheit. Das wird euch ins Grab bringen. Was ist passiert? Sterbt einfach! Er hat eine neue Hand bekommen einfach, Digga. Was? Was hat er für Windwürfe? Wo ist Boat hin, Digga? Hat er seine Augen getroffen? Boat, bomb den Bastard! Ich könnte euch vernichten und die Galaxis würde es nicht einmal... Lüge! Nee. Oh. Stellt euch! Ei, wie oft will der Bastard mich treffen? Okay, wir ziehen uns zurück, wir ziehen uns zurück. Dagan, wenn ihr denkt, ihr seid besser als ich. Nicht aufhalten! Oh.
einmalig. Was passiert hier eigentlich? Die altbekannte Taktik. Nein! Oh, was haben wir für Headshot kassiert? Gegen euch vielleicht, ihr Bastarde. Oh. Das euch erwartet nur der Untergang. Blut. Ihr werdet untergehen. Naja, wir haben es nicht geschafft. Euer perfekt. Untergang ist unvermeidbar. Perfekt, wir haben es nicht geschafft. Ah! Ich weiß, dass ihr Schmerzen habt. Dann leidet ihr eben noch mehr. Oh, das hat er einfach abgewehrt. Digga, wie kämpfen wir eigentlich hier einfach so auf dem Dach? Was hat er für Fähigkeiten von früher, Digga? Ihr könnt euch Stärke wie diese nicht einmal vorstellen. Ich habe getan, wofür der Orden zu schwach war. Und deshalb hat sie mich verraten. Du bist zu schwach, Digga. Nee. Hier, Kumpel. Ihr wart immer schwach. Der Gen ist so nah vor dem Tod. Ich brauch Hilfe. Ja! Wie fühlt es sich an zu wissen, dass ihr gleich sterben werdet? Dass euer Leben nichts wert war. Widersetzt euch nicht. Ihr könnt euch nicht vor mir verstecken. Ja. Ich spüre es. Verlust. Leid, Reue, Zorn. In solchen Gefühlen liegt enorme Kraft, aber ihr wart zu schwach. Und nun ist es zu spät. Starten. Ich werde nicht zurückkehren. Ihr seid verloren. Ihr seid vom Weg abgekommen. Und ihr seid kein Jedi. Bitte, sag mir, dass das echt ist. Was ist passiert? Eine Art Machthalluzination. Angetrieben durch Angst. Ich habe sie ihm gespiegelt. Nicht mehr so furchteinflößend.
in einem Stück. BD? Sind das gute Neuigkeiten? Vielleicht hatte Dagon recht. Bist du sicher, dass du nicht noch... Du weißt schon. Denk mal nach. Tenalor ist eine Festung. Wir sollten sie für den Pfad nutzen. Verbündete sammeln. Trainieren. Damit werden sie nicht rechnen. Ich weiß nicht, das wäre riskant. Alles ist riskant, solange das Imperium existiert. Außerdem, willst du, dass Katar ihr ganzes Leben in einem Versteck verbringt? Wenn sie dann sicher ist, Kerl, dann schon. Und nur dann. Ja. Ja, hör zu, ich verstehe dich. Aber irgendwann muss sich jemand dem Imperium stellen. Wieso nicht wir? Cordova wird das reparieren. Zurück nach Jeddah. Klar. Ich sehe mich vorher um. Vielleicht finde ich eine Betriebsanleitung oder so. Wir kriegen das hin. Ja. Hey, Kumpel. Du hast mir den Hals gerettet. Schon wieder. Danke. Gerade Dagon Gera getötet. Seine Leiche ist einfach verschwunden. Ups. Ich wollte tatsächlich noch nicht runtergehen. Das machen wir dann. Boat ist ja anscheinend nicht so dabei. Okay. Telenor dann für die Ausbildung von Rebellen zu benutzen. Geh schon mal vor, Kerl. Ich bin sicher, die Crew kann die Neuigkeit kaum erwarten. Was will Boat hier machen, frage ich mich. Warum sagt Boat, wir sollen vorgehen? Das ist doch irgendwie etwas komisch. Aber dann lass mal den Fähigkeitenpunkt hier nehmen. Und dann eine Machthalluzination. Das ist natürlich stark, ich weiß echt nicht. Wie schaffen wir das? Können wir das auch erlernen? Ratlosigkeit, einen neuen Bonus. Er verbraucht 2 Bonus-Slots, den schauen wir uns an. Noch ein Aufzug. Und dann... Wie weit runter geht der? Geht der ganz... auf den Boden? Anscheinend. Riesige Ladestation. Ah, ne, doch nicht. Welcher Weg ist der richtige? Der andere wahrscheinlich. Hä? Nee. Ja, hier geht's lang. Das ist dann die Abkürzung zum Freischalten. Kann ich die Tür hier öffnen? Oh, wir sind jetzt hier einfach. Mann, warum könnte BD1 nicht einfach die Tür hacken, Digga? Wir wären so fett, hätten wir uns alles sparen können. Den ganzen Weg. Aber okay, ich will mal nicht fronten. Wohin gehen wir hier hoch? Runter, Abkürzung freigeschaltet. Welcher Weg ist das dann? Alles klar, anscheinend geht's hier tiefer runter. Okay, wir sind schon da, Bolt. Geht's dann an die Oberfläche oder was? Auf jeden Fall. Dagon Gera ist jetzt tot. Den müssen wir jetzt nur Telenor finden. Und hoffentlich auf nicht noch weitere Schwierigkeiten stoßen. Yo, wir sind hier gelandet. Ich weiß, wo wir sind. Hier waren wir ganz kurz einmal. Und ein Poncho sehe ich auch, den wir direkt freischalten können. Was? Ah, warte, wo ist denn...
Der Typ zum Hacken. Zum Bomben. Hallo? Weiter oben? Lass mal hier hoch dann. Hier können wir ja hochspringen. Hier, ich sehe schon. Let's go. Also, wird ja nicht getroffen. Okay, hat geklappt. Nice, dann haben wir einen weiteren Poncho jetzt. Was kriegen wir da Schönes wohl? Nur Farbe, perfekt. Sonst gab es hier ja nichts weiteres zum Erledigen. Das haben wir alles schon mal besucht. Wenn ich mich richtig erinnere, ja. Strong, strong, strong einfach. Kong strong. Dann würde ich einfach mal sagen, dann gehen wir hier mal zurück. Auf zu Mantis und auf nach Jeddah. Scuba Steve, Maui, du bist hier. Ahoi, Matrose. Sachte, Junge. Das hier ist ein wahrlich seltener Fang. Was ist das? Der sagenumwobene Pfarrfisch. Seine Geschichte ist voller Gier und eine Tragödie, die einen bis auf die Knochen durchnässt. Es gibt nur noch wenige Pfarrfische wegen ihrer schmackhaften Drüsen. Aber ich will die arme Kreatur nicht um ihre Organe erleichtern. Dann hol den Bremer raus und pack den ins Aquarium. In Pailun Saloon. Jo, wie tief ist das? Let's go, der kleine Fischi. Dann würde ich sagen, hier speichern wir erstmal. Und wir schauen uns direkt den neuen Bonus an, den wir bekommen haben. Wir haben ja den hier bekommen. Ne, Präzision. Ratlosigkeit. Verwirrungsschaden erhöht den verursachten Schaden von Charakteren, die von Verwirrung betroffen sind. Alles klar, dann müssen wir als nächstes Verwirrung freischalten. Ja, juckt nicht. Also dann müssen wir eigentlich echt mal schauen, dass wir Verwirren holen. Würde ich mal sagen, oder? Ja, Verwirrung. Überlegene Verwirrung, resistente humanoide Gegner und dann Verwirrungsmeisterschaft. Dann würde dieser Bonus auch was bringen und ich glaube, das machen wir als nächstes. Oder nachdem wir die Macht gemacht haben. Dann bräuchten wir zwei Fähigkeitenpunkte, nochmal zwei, nochmal zwei. Also wenn wir vier haben, machen wir die zwei Sachen einfach, würde ich sagen. Umgeleitete Stärke. Ah, okay, mit Magnet angezogene Gegner. Verwirrte Gegner verursachen zusätzlichen Schaden, juckt zum Beispiel nicht. Aber die zwei Sachen würden dann tatsächlich was bringen. Das machen wir mit Kombination mit der maximalen Machterhöhung. Alles klar, dann weiß ich ja schon. Hoffentlich weiß ich das auch in den nächsten Folgen, was wir vorhaben. Dann kommst du, ich weiß gar nicht, wie du den Bre hier geparkt hast, Digga. Wie kommt man hier ran? Ja, aber hier waren wir ja schon. Oh. Ah, okay, den Stim-Kanister habe ich natürlich schon. Tragisch, tragisch, dass ich hier schon war. Jo, was geht? Aber hier waren wir ja schon. Welchen Weg wollen wir da zurückgehen? Was ist diese Liane? Es gibt echt noch Sachen, die wir nicht freischalten können? Einbahntür. Alles klar, da müssten wir da runterspringen eigentlich. Das können wir irgendwann dann machen. Würde ich jetzt nicht machen. Ich würde jetzt tatsächlich erstmal nach Jeddah zurückgehen. Jo, warum können wir hier so viel freischalten noch? Das können wir auch irgendwann machen. Teleportieren wir uns dann einfach? Hier auf dem Weg ist eh nichts, was wir freischalten können. Würde ja dann theoretisch nichts bringen. Dann würde ich mich zum Pailun Saloon einfach mal teleportieren. Dann können wir die Datendisks auch verkaufen an sie.
Vielleicht gibt's da ja was Schönes, was die uns anbietet. Yo, Scuba, ich teleportiere mich da mal weg, Madame. Schnellreise. Hier. Hier in Pailun Saloon, kann ich mich hierhin teleportieren? Oh, ich kann mich zur Mantis teleportieren. Wollen wir es machen? Nee, in Pailun Saloon, ich will ja eigentlich die Dinger machen. Die Datendisks an sie verkaufen. Dann müssen wir in ersten Stock gehen. Das würden wir schnell machen. Yo, yo, yo. Geht's hier raus? Hey, geht's raus? Hier wollte ich nicht lang. Ah, neue Charaktere, neue Gespräche sind verfügbar. Stark. Der Saloon muss anscheinend noch laden. Ja. Oh, lecker essen. Kann ich mir das gönnen? Die lecker Würmer. Wann kann ich mal hier lang gehen, frage ich mich. Jo, bom, 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 bom. Kerl, ich habe von einer Meditationskammer gehört. Nice, nice. Dass du sie dir ansehen? Leider nicht. Der Weg dahin verlangt echtes akrobatisches Geschick und ich... Ich könnte es versuchen, Thor. Versuchen? Und das sagt der Typ, der Basaltsäulen so schnell erklettert, wie ich brauche, um das Datum in meinen Feldnotizen zu schreiben. Viel Erfolg, ihr zwei. Nice. Dann haben wir ein neues Gerücht. Scheiß auf die, ganz ehrlich. Yo! Kestis wischt mit den Raiders den Boden auf? Nicht schlecht. Die sind sicher nicht weg. Nur ein bisschen angeschlagen. Ich bin trotzdem beeindruckt. Ohne einen Anführer werden sie das gewisse Etwas verlieren. Ach ja? Es gibt eine offene Stelle an der Spitze der Raiders. Interessiert dich das? Nein, danke. Zu viel Stress. Aber du hast recht. Wenn du mich fragst, wird etwas Großes und Fieses die Raiders schlucken. Mir gefällt nicht, wie sich das anhört. Dachte ich mir schon. Meine Ware ist unschlagbar. Wir haben immer noch nur einen Kopfgeldpuck. Ah, Mann. Ich dachte, mit dem wir die Bosse besiegt haben, holen wir das. Komm rein, setz dich an die Bar. Nee. Was ist das für Defaults, Digga? Hey, wir planen neue Energiekerne in den Dämmen der Baggerschlucht zu installieren. Vielleicht kriegen wir sie wieder zum Laufen. Gute Idee. Wer hat dir das beigebracht? Ein alter Freund von uns. Erstklassiger Ingenieur. Mit einem Gewinnerlächeln. Das hatte er. So einen kann man brauchen. Könnte man meinen. Aber er hat uns nach einem großen Coup unseren Anteil gekürzt. Grock hat den Behörden dann eventuell einen anonymen Tipp gegeben. Ja. Werden alle eure Freunde so behandelt? Mach dir keine Sorgen, Kerl. Wahre Freunde wie du haben nichts zu befürchten. Was wie ich? Ja. Digga, er hat so Default-Gerede. Ja. Wie habt ihr euch überhaupt kennengelernt? Ah, eigentlich juckt alles nicht. Alles begann, als ich mich einem Söldnertrupp anschloss. Grock war einige Monate früher rekrutiert. Ja, ja, juckt eigentlich nicht. Wegen meines guten Aussehens. Jo, wie ist Boat hier hingekommen, genau, frage ich mich. Und ich, weil ich so geschmeidig bin wie Huttentran. Alles lief okay. Gut. Bis unser Team das Imperium übers Ohr hauen wollte. Und dann? Wir haben uns aus dem Staub gemacht und einen Neuanfang gewagt. Der Rest der Truppe wurde getötet oder eingesperrt. Was zum Kork, Grock? Ich erzähl die Geschichte. Ja, was zum Kork, Digga? Unsere ganze True, Digga, lass mich bitte gehen. Ei. Dass Grock und ich erkannten, dass wir zu größte Eier, Digga, ich schwöre. Wir kennen das Gefühl. Ja, ja, größte Eier. Yo, Boat. Kerl, diese Halluzination während des Kampfes mit Dagger. Oh. Was hast du gesehen? Unsere Freunde, die gelitten haben, weil sie mir gefolgt sind. Dass ich nichts dagegen tun konnte. Dieser Kater in ihrem Zimmer. Sturmtruppler wollten sie holen. Brachen die Tür auf. Aber weißt du was? Das wird nicht passieren. Ja. Danke, dass du da warst und mir den Rücken gedeckt hast. Nein. Danke dir, Bruder. Wir waren noch nie so dicht davor, denen, die wir lieben, echte Sicherheit zu geben. Ich genieße nur diesen Ort, solange ich kann. Mag sein, dass ich eine Weile nicht vorbeischauen kann. Korrekt. Wenn wir dann nach Tenalor gehen. Yo, Sie, wo bist du? Let's go. Ja,
Ich hoffe, ich bedränge sie nicht. Aber oh. Was ist mit ihrem Jedi-Meister passiert? Die Lebensgeschichte. Ich starb während der Auslöschung. Er gab sein Leben, damit ich fliehen konnte. Vertraue nur der Macht. Das waren seine letzten Worte. Oh, Kerl. Das tut mir sehr leid. Es ist sehr lange her. Auch nach 2 Jahrhunderten halt Meisterin Kreeks letzte Anweisung immer noch durch meine Speicherbänke. Wir werden sie nie vergessen. Darum sind sie noch bei uns. Ich glaube, da haben sie recht. Da haben wir recht. Aber sie sagt, was du verkaufst. Verlockend. Oh, neue Bonus-Slots. Wir können... Ah ne, können wir nicht mehr kaufen, leider. Wäre zu schön. Der Einsatz einer Machtfähigkeit erhöht den Schaden des nächsten Lichtschwertangriffs. Könnten wir holen. Vielseitigkeit. Verursacht vorübergehend zusätzlichen Schaden, nachdem der Lichtschwertkampfstil gewechselt wurde. Ich wechsle nicht so oft. Ich benutze immer den Blasterkampfstil. Den Weisheit haben wir geholt. Elixier. Der kostet auch 5, obwohl er nur 2-mal ist. Heilungstim füllen auch eine geringe Menge der Superanzeige auf. Na. Machtregeneration. Na. Ah, die kosten alle 5. Okay. Absorbiere beim Sprinten einen Treffer, ohne unterbrochen zu werden. Das juckt tatsächlich nicht. Müssen wir später wahrscheinlich holen. Aber ich würde dann tatsächlich mal Gleichgewicht und den einfach holen. Ja, wir holen das. Lichtschwertkampfstil wechseln. Ich wechsle sowieso nicht, deswegen. Wir können den holen. Weiß nicht, vielleicht sollten wir aber irgendeinen anderen holen. Zum Beispiel sowas. Oder. Das hier. Das ist defaultiger. Das kaufen wir. 2 neue Boni, die wir gegönnt haben. Score, was geht. Wirf deinen Blick auf diesen wunderschönen Tank. Ja, Digga, du hast alle Fische schon gesammelt, die es irgendwie gibt. Am Anfang hat er keinen guten Eindruck gemacht. Es war klug von mir, ihn 3-mal zu schrubben. Dann der Filterwechsel. Das sah ja aus, als wollte jemand ein Weichtier durch ein Sieb pressen. Das wollte ich nicht hören. Yo, Mr. Default. Rede mit H. Ja, was kann der denn so sagen, ist Digga? Das wahr? Du hast den Raiders den Droiden wieder abgejagt? Ich glaube, wir sind einander noch nicht begegnet. Oh, Mist, tut mir leid. Hab dich überfallen wie ein Rocker. Ich heiße Har. Bin schon länger hier als alle diese Grünschnäbel. Außer Doma und Gulu und Guido und die alte Tor natürlich. Aber die ist... Mist, jetzt fange ich schon wieder an. Kerl, richtig? Genau. Das ist BD. Verdammt schön, euch beide kennenzulernen. Verdammt schön. Genau, genau, genau. Und damit beenden wir auch diese Folge von Jedi Survivor. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt. Ich weiß nicht. Irgendwie muss es ja heißen. Na komm, wir sprinten noch kurz zu Mantis. Kommen wir raus oder muss die Außenwelt noch laden? Let's go. Wir sprinten noch zu Mantis und dann beenden wir erst die Folge. Schnell, go, 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 go. Was ist dieser Speeder hier eigentlich? Jo, der Herr. Arbeiten Sie schön an meinem Schiff? Zu freundlich, zu freundlich. Woo! In der nächsten Folge gehen wir dann nach Jeddah. Wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss.